Paradiesisch. Wir haben eine Website entdeckt, die allen den Traum von der Südseeinsel verspricht. Sie bietet Anteile einer Insel im schönen Pazifikstaat Vanuatu, samt Wohneinheiten und virtueller Inselstaatsbürgerschaft mit einem erstaunlichen Bezahlmodell. Besitzer eines Inselstückchens wird, wer einen digitalen Schlüssel ersteht, einen sogenannten Non-Fungible Token, kurz NFT. Auch alle Zahlungen sollen laut Website über Kryptowährung laufen. Satoshi Island will become the first real-world crypto economy, running exclusively on cryptocurrency and blockchain technologies. Was steckt dahinter? Wir fragen Insider. Es gibt sehr viele Risiken im Kryptomarkt, weil es auch sehr viel Betrug gibt. Wenn Sie hunderte von Wohnungen errichten auf einer Insel, brauchen Sie auch ein Abwässersystem. Wo soll das Abwasser hin? Aber wir sprechen auch mit den optimistischen Machern. Das ist keine Träumerei, das ist echt. Wir bringen die Community mit der Inselnatur in Einklang. Doch zuerst ein genauerer Blick auf die Website. Alles wirkt professionell. Aufwendige 3D-Animationen zeigen, wie der zukünftige Kryptotraum aussehen soll. Der international renommierte Architekt James Law hat eigens für Satoshi Island Wohnmodule entworfen und verspricht, dass sie besonders nachhaltig sein sollen. Das Satoshi Island Modul ist ein autarkes Gebäude, das man in verschiedenste Designs integrieren kann. Aber ist das Ganze auch seriös? Oder anders gefragt, ist die Insel wirklich zu kaufen? Wir suchen die gesamte Vanuatu-Karte nach einer Insel namens Satoshi ab. Fehlanzeige. Krypto-Fans jedoch kennen den Namen. Satoshi Nakamoto ist ein Pseudonym für den oder die Erfinder des Bitcoin. Es könnte also sein, dass Satoshi Island einfach ein neuer Kunstname für das Krypto-Projekt ist. Tatsächlich entdecken wir die gleichen Bilder, mit denen Satoshi Island beworben wird, auch im Verkaufsvideo für einen anderen Vanuatu-Inselnamen, Lautaro. Unter diesem Namen hat sie die größte Inselmakleragentur der Welt bis vor kurzem angeboten. Deren Chef, Farhad Vladi aus Hamburg, ist bereit, uns darüber Auskunft zu geben. Die Insel Lautaro gibt es. Der Grund und Boden gehört dem Staat. Und wie ich gehört habe, hat der Pächter der Insel, der die Insel auf 60 Jahre gepachtet hat, den Namen gewechselt in Satoshi Island. Das bedeutet, wenn jemand jetzt sagt, ich verkaufe Teile von der Insel, dann kann er gar nicht die Insel eigentlich richtig verkaufen, sondern er kann nur ein paar Nutzungsrechte verkaufen. Habe ich das richtig verstanden? Absolut richtig. Was er verkaufen kann, sind die Nutzungsrechte in Gänze oder in Teilform. Aber nicht den Grund und Boden. Eine starke Einschränkung. Aber immerhin scheint der echte Pächter tatsächlich am Satoshi-Projekt beteiligt. Damit zu Frage 2. Warum Kryptowährung? Auf den Social-Media-Plattformen melden sich innerhalb kürzester Zeit Zigtausende auf die Chance zur Staatsbürgerschaft. Was reizt die Krypto-Fans daran so? Das soll uns Kryptowährungsberater Bernhard Kaplanian erklären. Für ihn ist Satoshi Teil eines Trends, der zurzeit an vielen Orten der Welt zu beobachten ist. Kleine Gebiete versuchen, sich von großen Währungen unabhängig zu machen und die eigene Wirtschaft mit Kryptogeld anzukurbeln. Zum Beispiel planen die Inseln Fidschi und Palau auf Kryptowährung umzustellen. Der Markt ist ständig am Wachsen. Der Präsident von El Salvador möchte auch eine Smart City gründen, wo alle Blockchain-Enthusiasten investieren können. Auch im US-Bundesstaat Nevada hat ein Krypto-Investor ein Gebiet gekauft, um dort eine Krypto-Smart City entstehen zu lassen. Und was macht NFTs so reizvoll? Der digitale Kunsthandel nutzt diese nicht austauschbaren digitalen Echtheitszertifikate schon länger. Es gibt dabei keine Aufpasserinstanz wie den Staat. NFTs werden dezentral auf der Blockchain gespeichert. Das macht ihren Handel anonymer, direkter und schneller.
NFTs bei Immobilien bedeuten für die Käufer, Notar- und staatliche Gebühren fallen weg, indem man anstatt eines Grundbuchs die Objekte, Grundstücke, Immobilien auf ein digitales Grundbuch schreibt, wo man dann auch sicher geht, wer dann der Besitzer ist des Grundbuchs und somit auch ein vereinfachtes Verfahren hat zum Handel. So mancher Satoshi Island-Fan dürfte auf Kursgewinne durch einen typischen Krypto-Hype hoffen. Es entsteht immer sehr schnell Hype im Markt und dadurch steigen die Preise enorm schnell und hoch und fallen aber dann auch im Nachhinein wieder stark runter. Damit zu Frage 3. Wer steckt hinter Satoshi Island? Die Macher des Projekts stehen auf der Website. Beim Check ihrer Berufe sticht ein Name heraus. Daniel Agius. Er ist der Chef jener Behörde auf Vanuatu, die teuer Staatsbürgerschaften verkauft. Soll Satoshi Island dabei helfen? Vanuatu gilt als Steueroase. Es erhebt keine Einkommensteuer. Bekommt man als Satoshi-Bewohner die dicken Steuervorteile gleich mit? Nein, das Satoshi-Projekt wirbt zwar mit einer Art Staatsbürgerschaft, die gilt aber nur für die Kryptoinsel, nicht für Vanuatu. Aber laut der britischen Zeitschrift The Guardian könnten ständige Bewohner von Satoshi Island verpflichtet sein, die richtige Staatsbürgerschaft von Vanuatu zu kaufen, für satte 130.000 US-Dollar. Laut der Satoshi-Macher soll es auch günstigere Möglichkeiten geben für Kurzaufenthalte. Wir bekommen dazu ein Interview mit Dennis Troyek, der die Logistik der Insel leitet. Wenn ich auf der Insel leben will, was kostet mich das? Die Blockpreise geben wir noch nicht heraus. Wir sind nicht aus Profitgründen hier, sondern um ein Zuhause für Krypto-Enthusiasten und Profis zu schaffen. Die ersten Satoshi-Bewohner sollen Ende dieses Jahres auf der Insel ankommen können. Was uns nach wie vor seltsam vorkommt, die Zahl der Bewohner. Insgesamt geben wir 21.000 Staatsbürgerschaften heraus. Ohne die darf man keine Wohnung bauen. 21.000 Zugangsrechte für so eine kleine Insel. Mal abgesehen davon, dass alles abgeholzt wird. Wie soll das rein logistisch gehen? Inselfachmann Fahad Fladi hat seine Zweifel. Überlegen Sie sich mal, wenn da hunderte von Wohnungen sein sollten und die bewohnt sind. Die Leute brauchen von der Apotheke auch mal über einen Arzt. Die brauchen eine wirkliche Infrastruktur, die ähnlich ist wie in unseren Kleinstädten. Und das schaffen sie gar nicht auf einer Insel in so kurzer Zeit. Geben wir dem Kryptotraum noch eine Chance. Mit im Satoshi-Team ist ja auch der bekannte Architekt James Law. Er lebt in Hongkong und sollte sich mit der Versorgung vieler Menschen auf engem Raum auskennen. Wie will er auf der Insel eine Infrastruktur mit Strom, Wasser und Abwasser hinbekommen? Das Infrastrukturdesign ist ein Hybrid aus einem modernen System und den traditionellen erprobten Methoden der Einheimischen. James erzählt uns, dass er Lebensmittel direkt vor Ort anbauen, Regenwasser sammeln, Solar- und Windenergie nutzen will. Klingt super nachhaltig. Aber spätestens als er von seiner Abwasserlösung erzählt, klingt das Ganze in unseren Ohren ziemlich schräg. Bei der Abwasserentsorgung verwenden wir eine traditionelle Methode, die als Tiefgrube bezeichnet wird. Auf den Inseln in Vanuatu graben die Gemeinden traditionell tiefe Gruben. Das Abwasser wird dorthin geleitet und so auf natürliche Weise recycelt. Einfach tiefe Löcher für die Abwässer tausender Wohneinheiten? Wie lange soll das gut gehen? Spätestens jetzt zweifeln wir daran, ob der Satoshi-Plan voll durchdacht ist. Und es ploppt eine neue Zeitungsmeldung aus Vanuatu auf. Laut dortiger Finanzkommission habe der Pächter überhaupt nicht das Recht, den Inselnamen auf Satoshi zu ändern und Inselteile über NFTs zu veräußern. Auch wenn die Verkaufsabsichten echt und die Idee zukunftsweisend ist, der Traum von der Krypto-Südseeinsel bleibt also erstmal nur ein Traum, bis alle Genehmigungen, Kosten und die Kryptovermarktung geklärt sind. Für alle Umweltfreunde ist das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht.